du bist nicht allein. Denn wir sind hier. Du bist nicht allein. Keine Furcht, gute Furcht. Roberto, ich bin da. Jo, einmal die Hawaii wie immer, ne? Jo, tschüss. Du bist nicht allein. Wir sind bei dir. Du bist nicht allein. Denn wir sind hier. Du bist nicht allein. Wir sind bei dir. Wir bringen dich ins Bett. Wir sind Roberto, warte, Hawaii. Warte immer so lange. Es ist Stau immer hier. Ja, komm, ich für dich. Wer bestimmt? Nein, denn wir sind hier. Du bist allein. Oh, wir sind jetzt schon wieder. Au! Krawatt. Ja, komm runter, 2 Minuten. Tö. Schon wieder ein Pizzatyp hier. Der fünfte die Woche schon, wenn ich mich nicht irre. Oh, sind die Eierköpfe wieder am Rummieren? So langsam werde ich aber auch sauer über die Eier. Hier ist er jedes Mal am Rumhacken hier auf die neuen. Pronto. Buongiorno, Kollege. Mach mir keinen Stress. Ich glaube nicht, ich werde lange bleiben hier. Ganz schnell bin ich wieder weg hier. Es ist alles viel zu kalt hier. Komm nicht wieder mit der gleichen Kacke. Warte hier. Qualio Prados in Posto, Signora. Florenz ist eine wunderschöne Stadt, du musst da einmal mitkommen. Italien ist schön, da müsst ihr auch mal hin. Halt die Fresse, Dicken, als ob du schon mal in Italien warst, du Spinner. Genau, Dicken, einfach die Schnauze. Du in Italien, du bist doch gar nicht aus deiner Bude herausgekommen. Hier war noch nie einer von uns in Italien. War schon mal irgendeiner von uns in Italien? Dann war wie sie sagen hier, ne? Mann, du kommst aus der Milchwurstfabrik da. Aber ich weiß gar nicht, warum ihr Eier mal so eine große Fresse habt. Weiter aus dem Hühnerarsch rausgekommen seid ihr doch auch noch nicht, oder? Ja, die doofen Eier ist ja genauso doof wie eine Huhn. Da wird ja nichts draus. Das ist mir scheißegal. Wolltest du mit mir mitkommen in einen Sommer? Bitte wird doch immer hier gemacht, da kannst du gar keiner erzählen, als du in Italien gelebt hast, Florenza. Du Quatsch. Mann, mir geht langsam das ganze Gequatsche hier auf den Nerven. Jetzt lass den Mann doch mal da in Ruhe liegen und wenn er aus Italien, Spanien, Portugal, von mir aus kann er vom Mond kommen. Das ist doch Wurst, lass ihn doch sein, wie er ist. Kannst du halt den Katze. Was? Katze zu alt, du musst halt den Katze so. Au! Fuck off! Du wolltest die fressen! Du hast doch die Pfanne heiß, Alter! Ruf mich bloß und wegen deiner Scheiße nochmal runter! Doof, Mann! Du bist nicht allein! Denn wir sind hier! Mein Gott, der ganze Pfiff! Du bist nicht allein! Oh, wer ist das denn schon wieder? Hier ist ja nicht eine Minute alleine in dem Bau! Da bin ich aber froh, dass er endlich wieder raus ist. Was ein Schwatzkopf. So Typen können wir gar nicht gebrauchen hier, oder? Also die Themen, die der angeschnitten hat, die fand ich jetzt mal ein bisschen flach. Mein Gott, das auch noch. Was ist? Haben Sie bezahlt? Wachturm? Nein, geht's nicht. Ist dasselbe wie Sektengold. Mein Gott, ne, der Vollarsch. Ne, voll versifft. Und Sie müssen die Wahrheit sagen. Ah, nur Scheiß, nur Scheiß, nur Scheiß. Also ich werde auf jeden Fall auf seine Einladung zurückkommen. Wenn er wiederkommt, werde ich mit ihm nach Italien fahren. Ja,
Ich hab andere Sachen zu erledigen. Ja, sicher! Ach, für so eine Scheiße wollen die Kohle. Von mit ewig. 2-1 für die Arminia, doch. Doch nur Scheiße. Boah, Arschgold. Wieder einer von der GEZ. Ja, bitte? Hallo, Herr Krawat. Wir möchten mit Ihnen über die Bibel sprechen. Der Leuchtturm? Der Wachturm kann Ihr neues Königreich werden. Herr Krawat, Sie können Jesus kennenlernen. Ja, dann gib's schon her. Boah, was ein Assi. Was ist der Sinn des Lebens? Ja. Ob man dafür Kohle kriegt? Oh, ist das frisch hier. Frisch hier. Herr, was stinkt das hier so? Das ist gar nicht richtig Italien hier. Was wunderst du dich denn, dass er hier so riecht? Das ist eine Mülltonne, da riecht das immer so. Du bist jetzt Abfall, du bist jetzt einer von uns hier. Aber wenn so der Himmel hier riecht, dann möchte ich nie wissen, wie das in der Hölle riecht. Also wenn ich so über mein Leben nachdenke und jetzt guck, wo ich hier bin, dann kann ich nur sagen, Scheiße. Scheißverein, Scheiß auf Jehova und Scheiß auf euch. Ich bin froh, wenn ich aus der Bude hier raus bin. Herr Kollege, wenn der Laden stinkt, ich kann nicht mitnehmen nach Italien. Ist für mich kein Problem. Jehova! Hallo Jehova, hol uns doch hier raus. Wir glauben auch. Jehova! Der selbe alte Digger war uns, der so auf, glaubst du? Was denn nu? Das ist doch schon wieder das Scheißgabel. Das. Und den. Ewig das Modul. Boah, Alter, ist das denn schon wieder, ey? Ich bin ein kleiner König, bin ich zu wenig. Karneval war gestern. Warum komm ich mit dem Bett? So kein Tacho oder was? Gestern konnte ich nicht. Ach, warte mal eben. Oh, ein Apfel. Gut, na ja, komm, hier hast du noch was richtig Gutes. Ein Eichen und ein Äppelgött. Aber Vitamine? Ja, wie was Süßes? Ach, warte, da hab ich auch noch was für dich. Noch was Süßes. Hier hast du ein. Na komm, noch ein und dann ist auch gut. Aber gut. Mit Zucker. Und chill hier bloß nie wieder an, ey. Ewig was anderes. Oh, jetzt wo alle ist. Ey, was will er sich denn da zu essen machen? Ei und ein Apfel? Ein Ei und ein Apfel? Pfannkuchen macht er bestimmt. Weißt du was, Leute? Da bin ich richtig froh, dass er endlich weg ist. Der geht mir so und so schon auf den Apfel, der Apfel. Habt ihr nicht hinten am Rücken gesehen? Der war doch schon total braun. Der hätte sowieso nicht mehr lange hier gemacht. Ich kann euch nur sagen, ne? Er hat ja damals erzählt, dass es sein Urgroßvater, ne? Früher im Paradies gelebt hat, ne? Und an so einem Biss gestorben wäre, da war mir eh klar, dass er ein Spinner ist. Hey, ich habe gedacht, das wäre das Paradies hier. Mal abgesehen von den Temperaturen hier ist so doof hier alles.